So, das ist so ein Stück, 3/4 Zoll. Das ist richtig heavy duty. Sau schwer der Kasten. Jo, alle sowas haben will. Das ist bis 50 mm in Außensechskant. Der weiß auch, dass er schwer ist. Ist ja kein normaler Knarrenkasten. Dabei ist noch eine Verlängerung, 100 mm. Dabei ist eine Verlängerung. Alles übrigens schön eingepackt und schön eingeölt. Einige meckern übers Einölen. Genau. Ich bin dafür drüber froh, dass das vernünftig eingeölt wurde. So, 200 mm Verlängerung noch. Und genau. So, die kann man entweder als Verlängerung nehmen, einfach so. Klar. Ne, kann man nicht. Doch, kann man. Oh, da ist ein Grat dran. Der ist nicht so gut, ne? Jungs, das müssen wir erstmal abfeilen. Das ist nicht so geil, das finde ich nicht okay. Aber passt. So, ich weiß auch nicht. Na, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es dafür gedacht ist. Muss ich jetzt mal relativieren. Das ist eigentlich hierfür gedacht. Und dann passt das auch. Jo, ich nehme alles zurück. Dafür ist es gar nicht gedacht. So. Also alles gut. Genau. Dann haben wir hier vernünftige Nüsse. Die sind gut ausgeformt. Da gibt es nichts zu meckern. Passt wunderbar. Hier mal im Detail. Das passt. So, und das geht dann hoch bis zur schnuckeligen 50er Nuss. Hat man ja im Hausgebrauch selten, aber manchmal. Die Sackkarre, die ist zum Beispiel schon, nicht Sackkarre, die Schubkarre, die ist schon mal länger, größer. Weiß nicht, was die bei mir hat, irgendwie 26, die Nuss hatte ich sonst auch immer nicht. So, und das ist die Knarre. Ordentlicher Prügel. Ja, das weckt Vertrauen, das Ding. Ist jetzt keine Feinverzahnung und so weiter. Man muss auch bedenken, was man hier für das Ding kostet, 100 Euro. Hört sich viel an, aber das ist natürlich auch ein Haufen Stahl. Eine 50er Nuss und so könnt ihr mal im Baumarkt gucken, was ihr dafür bekommt. Also, das ist schon okay. Ja, natürlich zum Umschalten in die andere Richtung. Ja, ich kann die ausprobieren für euch, aber kaputt kriege ich die eh nicht. Weil ich nehme eine 3 m Verlängerung oder so. Das ist alles nützlich. Das Einzige, was ich ein bisschen zu meckern habe, ist der Kasten. Hier ist schon einiges verbogen. Sieht man vielleicht hier, da unten abgerissen. Ja, Transport, das Zeug ist natürlich auch echt schwer, aber da hätten Sie beim Kasten dann auch lieber etwas dickeres Blech nehmen sollen. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist das richtig gut. Da will ich überhaupt nicht meckern. Sehr zufrieden. Ich glaube, ich ziehe dafür auch keinen Punkt ab. Alles okay. Sehr schöner Knarrenkasten, 3/4 Zoll. 21 mm bis 50 mm. Top Produkt.